Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute bin ich in Dänemark unterwegs, habe was von Stauning und zwar ein Rye mitgebracht. Und zwar mit einem äußerst ungewöhnlichen Finish und zwar einem Maple Syrup Cask Finish. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist das Zeug, was man über die Pancakes kippt. Ahornsirup. Das war ein Fass, wo Ahornsirup drin war und da haben die in Whisky drin gefinisht. Ja, wie bin ich auf die Buddel gekommen? Das ist auch wieder so ein Bottle Market Fund. Ich war ja mit der Holly von Whisky Bars auf dem Bottle Market und da haben wir dann zufällig am Stand von Stauning ein bisschen gebummelt und geguckt, was es da so alles gibt. Und auf einmal hat die Holly mich darauf hingewiesen und sagte, hier, guck mal hier, Maple Syrup, krass, krass, krass. Und ich so, ja, geil, hört sich mega an, lass mal probieren. Wir also ein Gläschen probiert und waren uns direkt einig, die Buddel muss auf jeden Fall mit. Ja, dann haben wir uns jeder eine Buddel geholt und jetzt habt ihr den Kollegen hier im Video. Ja, das ist auch nichts Leichtes, also 57,2% ist Fassstärke, ist ein Single Cask Nummer 997, wurde destilliert im Oktober 2017 und abgefüllt im November 2021 und auf der Flasche ist halt noch so ein cooles Artwork drauf, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann, ja. Das ist von einem, Tattoo-Artist, Künstler, keine Ahnung, wie man die nennt. Und der heißt Tit, T-H-I-T. Keine Ahnung. Also, habe ich noch nie was von gehört, weiß nicht, was der sonst so macht. Aber ich finde dieses Design halt schon sehr cool. Finde die Flaschen halt jetzt auch generell cool. Und vor allen Dingen, dass es jetzt bei Stauning auch 07 Flaschen gibt. Gut, viel mehr gibt es dazu gar nicht so zu sagen. Also da gibt es auch kaum Infos zu, leider. Wir haben halt nur gehört, dass diese Flaschen vielleicht gar nicht mehr in den Handel kommen, weil die schon vorher irgendwie weg sind. Auf der Messe konnte man den kaufen. Wenn du das mal einfach mal bei Google eintippst, findest du einfach nichts zu dieser Abfüllung. Einfach gar nichts. Du findest nicht mal den Hinweis darauf, dass die irgendwie mal damit experimentiert haben oder sonst irgendwas. Ne? Also von daher sehr spannende Geschichte. Und wie gesagt, auf dem Bottle Market gab es die Buddels halt. Und die hat gekostet 75 Euro. Ne? Also fand ich jetzt auch noch, war noch im Rahmen für so einen abgedrehten Kram. Ja, Rye aus Dänemark hatte ich auch noch nicht. Ich habe vom Stauning, glaube ich, noch gar nichts im Glas gehabt, wenn ich jetzt mal so kurz überlege. Ich habe ein paar Samples von denen hier, aber die habe ich alle noch nicht probiert. Aber der Tag auf dem Bottle Market hat mir jetzt gezeigt, die machen wahrscheinlich doch ganz gutes Zeug. Muss man einfach mal probieren. Ja, jetzt würde ich sagen, halte ich mal die Nase rein, wir gucken mal, was hier so drin ist. Und was noch wichtig ist, die Farbe ist so dunkel, ne? Also der ist nicht gefärbt und der ist auch nicht kühl gefiltert. Bin mal gespannt, ob ich jetzt die gleichen Aromen habe wie auf dem Bottle Market. Los geht's. Oh, das riecht echt lecker, ne? Also es riecht wirklich lecker. Also ich habe auf dem Bottle Market so diese Assoziation gehabt mit, du setzt dich hin und hast einfach so einen Haufen Pancakes vor dir, wo echt dieser Sirup und Butter runterläuft. Der hat so eine richtig geile Butter-Sirup-Ahornnote und riecht total geil nach Pancakes. Und das Geile ist halt, dass dieses Rye-Aroma, ne, was so der Rye noch so mitbringt, also es riecht trotzdem nach Rye-Whisky. Ja? Also es ist nicht so, dass das so überladen mit diesem Maple-Syrup ist, sondern es ist wirklich angenehm, es ist gut eingebunden. Der kriegt auch so was Kräuteriges, so wirklich so auch Dill. Ich habe so ein feuchtes, gerade gebackenes Roggenbrot dabei. Also mir gefällt das total geil, diese Kombi. Dieses übertrieben Süße und dann diese herzhaft leicht herben Noten. Der hat noch so ein bisschen Holz, merke ich, aber ansonsten riecht der richtig, richtig geil. Also gefällt mir wirklich gut. Ich war auch eher skeptisch. Ne? Also klar, es hört sich natürlich alles geil an und du denkst so, ja, mega lecker wahrscheinlich. Aber andererseits denkst du dann auch wieder, ja, okay, ne, was ist das wieder für ein komisches Experiment? Wie viel hat das noch mit Whisky zu tun? Ich meine, wir haben das ja beim Serial Killer gesehen, ne, von Stork Club. Da haben wir auch gesehen, dass Rye mit so einem gewissen Finish und einer gewissen Reifung in Infusion in dem Moment, ja, oder in dem Moment ja auch gut funktionieren kann, ne?
Und hier, finde ich, sehen wir das halt auch. Also ich finde den echt gut von der Nase her. Vor allen Dingen, weil es einfach gut zusammenpasst, ne? Diese krasse Süße mit diesen herben und würzigen Noten passt echt gut, muss man wirklich so sagen. Ja, ich würde sagen, ich probiere mal einen Schluck und dann schauen wir mal weiter. Prost, Slanja oder ich weiß gar nicht, wie man das auf Dänisch sagt. Keine Ahnung, fällt mir bestimmt irgendwann mal ein. Prost. Also was ich so cool daran finde, geschmacklich kommt erst gar nichts von diesem Ahornsirup. Null. Das schmeckt wie ein Rye Whisky, der übrigens sehr stark ist. 57% schieben schon krass. Du hast erst so eine sehr herbe Note, würzige Note. Es ist relativ viel Holz. Ich habe wieder diesen Roggen, diesen Getreidemoment, ne? Bisschen Dill. Und dann der Abgang macht's dann, ne? Also, wenn dann der Abgang anfängt, hast du den ganzen Mund voll mit Ahornsirup. Es ist alles belegt mit Ahornsirup. Der ist auch relativ schwer, auch relativ ölig, finde ich. Der hat ein relativ öl, also ölig, ja, nicht ölige, ich wollte sagen ölige Textur, aber es ist eher so schon bald so eine Creme fast, ne? Also schon etwas fester als eher wie so eine Mayo oder so, ne? Also vom Mundgefühl her. Aber ist auf jeden Fall super spannend, auch vom Geschmack her. Das ist wirklich, dass du erst halt wirklich diesen intensiven Rye-Geschmack hast, also diesen Rye-Whisky halt echt toll, den ich wirklich echt toll finde. Und dann halt der Abgang einfach alles rausreißt und dann dieses Sirup halt aufmacht und einfach überall im Mundraum verteilt. Das finde ich so geil. Ne, das ist echt lecker. Und vor allen Dingen im Abgang habe ich auch wieder diesen Pancake-Geschmack, wo ich mir die ganze Zeit denke, boah geil, du brauchst jetzt Pancakes mit Ahornsirup so ungefähr. Ne? Muss man mal schon probieren. Also wirklich würzig, frisch und herb. Bisschen diese Roggengetreidenote, bisschen Dill, wirklich intensiv auch im Geschmack. Und dann schiebt der erstmal krass. Also wirklich, der schiebt richtig krass. Das ist so richtig pfeffrige Chili-Note. Erinnert mich total an diesen Chili-Catch von Talisker, ja. Und dann geht einfach dieses Sirupglas auf und verteilt sich einfach über den Mundraum. Kriegt es jetzt schon wieder. Überall habe ich dieses Ahornsirup und im Abgang halt leckere Pancakes mit Ahornsirup. Echt geil. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass es kein Fehlkauf war. Bereue den Kauf auf jeden Fall nicht. Der gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, da kann man sich auch noch mal länger mit beschäftigen, dem vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit im Glas gönnen. Wir hatten den auch eine halbe Stunde ungefähr auf der Messe, glaube ich, im Glas so ungefähr. Aber es war schon sehr, sehr, sehr gut. Also hat mir wirklich gut gefallen und auch nach längerer Zeit noch. Aber wie gesagt, auf der Messe kannst du dich, glaube ich, nicht so gut darauf konzentrieren, als wenn du jetzt zu Hause bist und wenn ich jetzt hier für euch ein Video mache oder wenn ich mich einfach damit auf die Couch setze und dann noch mal probiere. Ne? Aber wie gesagt, ich muss wirklich sagen, der gefällt mir wirklich gut. Der ist wirklich sehr, sehr süffig. Und ja, ein leckerer Whisky aus einem Ahornsirupfass. Ja, von mir kriegt er auf jeden Fall 4 bis 5 Daumen hoch. Es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, wow, perfekt, der hat mich mega geflasht, aber der ist schon sehr, sehr, sehr gut, meiner Meinung nach.
Klar, die Rye-Trinker unter euch werden jetzt vermutlich sagen, hallo, was soll das? Das hat für mich nichts mehr mit Whisky zu tun. Klar, kann ich auch verstehen. Jedem das seine. Ne? Aber ich finde es cool. Ich mag diese Experimente. Ich mag auch diese abgedrehten Sachen. Ihr wisst ja, ich probiere einfach alles aus. Ob das jetzt ein Supermarkt-Whisky ist oder ein abgedrehtes Finish. Wir testen halt irgendwie alles. Ne? Von daher habe ich da jetzt auch nicht so einen Vertrag mit. Gut, wenn ihr den schon mal im Glas hattet. Also ein paar von euch waren ja auf dem Bottle Market, haben den sicherlich da auch schon probiert. Schreibt mal eure Erfahrungen in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, wie ihr den so fandet, welche Erfahrungen ihr mit der Bulle gemacht habt. Und ja, wenn ihr Bock habt, folgt mir bei Facebook, bei Instagram oder kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe. Da ist immer gut was los, da gibt es regen Austausch zum Thema Whisky und auch allen anderen tagesaktuellen Themen. Wenn ihr da reinkommen möchtet, schreibt mich einfach kurz an, ich lade euch dann sehr gerne in die Gruppe ein. Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche euch noch eine angenehme Zeit, euer Friendly Mr. Z.